Herzlich willkommen bei der besten Fußball-Community Deutschlands. Wir machen dich zu einem besseren Fußballer, zu einer besseren Fußballerin und zwar mit diesem heutigen Video. Heute dreht sich alles um die verschiedenen Ball-An- und Mitnahmemethoden. Ja, ganz klassisch, du weißt, wir haben schon viele verschiedene Videos hier auf YouTube über die Ball-An- und Mitnahme für dich veröffentlichen. Unter anderem eben ja zum Beispiel viele, die du auch mit dem Dribbling verknüpfen kannst. In dem heutigen Video wollen wir die verschiedenen Techniken, wie du jetzt nach rechts und wie du nach links gehen kannst, einfach für dich einmal erklären. Also die Basics sozusagen. Ich fordere gleich einfach mal ein paar Bälle und erkläre dir die verschiedenen Ball-An- und Mitnahmemethoden. Wenn du zum Beispiel nach rechts möchtest, kannst du den Ball beispielsweise mit deinem linken Innenriss nach rechts mitnehmen. Ich zeig's dir einmal. Hep! Ich mach's noch einmal für dich vor. Hep! Ganz einfache Methode, ist auch wahrscheinlich das Einfachste, hast du schon wahrscheinlich ein paar Mal in deinem Leben gelernt. Ganz klassisch mit deinem linken Innenriss. Du kannst auch, wenn du nach rechts möchtest, deinen rechten Außenriss benutzen. Auch das zeige ich einmal für dich. Hep! Hep! Das ist die zweite Methode. Das sind jetzt mal so die ganz einfachen Sachen. Jetzt kannst du noch Folgendes machen. Und zwar kannst du den Ball hinter deinem Standbein mitnehmen. Das bedeutet, deinen rechten Fuß einen Schritt nach vorne nehmen und den Ball dann sozusagen mit deinem linken Innenriss nach rechts mitnehmen. Hinter deinem Standbein sozusagen. Auch das mache ich einmal für dich vor. Hep! Hep! Das ist die dritte Methode. Es gibt jetzt auch noch eine vierte Methode, die du nutzen kannst. Die ist etwas schwieriger und empfehlen wir dir nicht unbedingt, weil du bei dieser Methode so ein bisschen den Raum aus den Augen verlierst. Wenn du nach rechts möchtest, kannst du dich auch einmal so nach außen mitnehmen bzw. eindrehen. Dann verlierst du aber diesen Raum aus den Augen. Machen aber noch viele, deswegen zeigen wir das ja auch einmal vor, der Vollständigkeit halber. Hep! Das sind die verschiedenen Methoden, die du nutzen kannst. Einmal jetzt für dich rechts vorgemacht. Das gleiche zeige ich dir jetzt auch einmal, wenn du nach links möchtest. Okay? Also ganz klassisch, du kannst den rechten Innenriss nehmen, wenn du zur linken Seite hin möchtest. Hep! Ich glaube, das hast du soweit verstanden. Ich zeige es dir jetzt noch einmal mit dem linken Außenriss. Hep! Und jetzt auch auf dieser Seite einmal, dass du den Ball hinterm Standbein mitnimmst. Hier ist es natürlich wichtig, du möchtest nach links und musst deswegen das linke Bein einen Schritt nach vorne nehmen. So kannst du dir so eine kleine Eselsbrücke bauen. Auch das mache ich einmal für dich vor. Hep! Und jetzt auch mal nochmal die vierte Variante, dass du dich sozusagen nach außen eindrehst. Sieht immer ganz hübsch aus, aber wie gesagt, ist jetzt eigentlich nicht die effektivste Methode. Hep! So, das waren jetzt die vier verschiedenen, also eigentlich drei verschiedenen, aber der Vollständigkeit halber habe ich dir auch die vierte gezeigt, die vier verschiedenen Methoden, die du nutzen kannst, um deine Ball-An- und Mitnahme zu fördern, ja, zu trainieren und die du einfach im Spiel anwenden kannst. Jetzt empfehlen wir dir ganz, ganz herzlich unsere verschiedenen Übungen, unsere verschiedenen Videos, die wir hier auf YouTube schon für dich präsentiert haben, in denen wir dir zeigen, wie du deine Ball-An- und Mitnahme in Verbund, beispielsweise mit deinem Dribbling, mit einem Torschuss trainieren kannst. Schau sehr, sehr gerne vorbei und schau auch sehr, sehr gerne bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbei. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten kommt jeden Montag und jeden Freitag hier auf YouTube ein neues Video, um dich als Fußballer, als Fußballerin zu verbessern. Ansonsten dann bin ich mehr zu sagen, als wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.